willkommen bei Tim trifft. Heute bin ich mit dem deutschen Bobsportstar schlechthin verabredet. Mit Christoph Lange. Von hier oben habe ich die beste Sicht auf die Piste, denn ich möchte natürlich noch den ein oder anderen Olympiastar für dich an dieses Mikrofon holen, um die besten Insider-Informationen zu ergattern. Meine kleine Kamera ist wie immer auch dabei und ich gehe ganz nah ran. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Viel Spaß! Bestimmt 3 Tage mach, after hour, volle hour, 3 Tage mach, 3 Tage mach, jetzt wirst du langsam schwach, volle Kanne, ja, ein Wurf, 3 Tage mach, Vor wenigen Wochen in Winterberg, passend zum Namen die Wintersportsaison für die Bobfahrerinnen und Fahrer begonnen hat, präsentiere ich dir heute aus aktuellem Anlass die erfolgreichsten deutschen Bobpiloten. Allesamt zählen zur Top-Weltelite. Wir haben uns schon im Rahmen der Saisonvorbereitung getroffen, und zwar beim ersten Sommer-Bob-Grand Prix in Hückeswagen. Jetzt geht's los, jetzt fahre ich hier mit Christoph Langen im Bob und du bist natürlich dabei. Das war meine Premiere im Bob und gleich mit dem Star des Bobsports in Deutschland schlechthin, mit Christoph Lang. Hi, servus. Hallo, Christoph. Servus, grüß dich. Danke, dass ich mitfahren durfte. So sieht man aus nach einer Bobfahrt. Wir können uns nachher noch unterhalten, aber genau. Du bist jetzt in Eile. Ich bin in Eile, wir müssen sofort wieder hoch und alle Startler machen, dass es weitergeht. Dann mache ich nicht länger stören. Bis dann, bis später. Okay, bis später. Servus, danke fürs Mitfahren, Christoph. Christoph Langen. Ich bin jetzt hier unterwegs mit Christoph Langen im Shuttle zum Start. Wow. Hallo, ich bin die Anja Schneider-Heinze und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich bin auch gut, dass Sie hier in das große Hückeswagen gekommen sind, aber weil ich nicht von Ihnen wusste, dass Sie in Köln geboren sind. Ich bin ein Kölner, aber unter Kölsche Jungen, ne? Oh nee, das war eine tolle Fahrt. Dankeschön. Bitte, bitte. Hat sich die Fahrt von Dresden hierher schon gelohnt? Ja, hallo? Du bist ja der Titelsammler schlechthin, aber wie ging denn deine Karriere los? Meine Karriere ging eigentlich ganz klein. Also mit 10-Jähriger los in der Leichtathletik. Ich habe alles gemacht, auch Fußball gespielt, Handball gespielt, Basketball gespielt und dann langsam mit so 15, 16 bin ich dann zum Zehnkämpfer mutiert, sagen wir so. Haben wir immer mehr also in der Leichtathletik spezialisiert. Und dann bin ich über die Bundeswehr zum Bobfahren gekommen. Also körperliche Fitness ist wichtig. Bei der Bundeswehr kriegt man die noch besser, wie man auch sehen kann. Der Mucki ist groß, mindestens so groß, meine ich glaube viel größer. Fitness ist also auch beim Bobsport das A und O. Ja, das ist A und O, 100%ig fit, weil wir haben noch sehr viele Fliehkräfte auszuhalten in der Bobbahn. Und da muss man also 100%ig fit sein, gut durchtrainiert sein, um diese Kräfte auch auszuhalten. Wie hältst du dich fit? Aber wir machen eigentlich alles, also vom Ausdauertraining, Sprinttraining, Sprungkrafttraining, auch viel Muckebude, also ich bin viel im Kraftraum und krankengymnastische Übungen, einfach um schon Vorbeugung, speziell für die Wirbelsäule, Halswirbelsäule, das machen wir einfach, um wirklich gesund zu bleiben dann zum Schluss. Aber der Christoph ist ja nicht nur Sportler in Anführungsstrichen, sondern du hast auch einen anständigen Beruf, sogar einen sehr anständigen. Ich? Ja, ich bin Automechaniker, habe ich gelernt und zurzeit bin ich halt einfach Soldat. Also auch noch Berufssoldat, da bildest du deine Jungs auch aus. Ja, ich bin Leiter einer Sportfördergruppe bei der Bundeswehr, wo alle Sportler im Winter zusammenkommen, beziehungsweise auch Biathleten, Langläufer, vielleicht Rico Groß ist ein Begriff. Rico ist genauso wenig wie ich ein Basketballer von der Körperhöhe her, aber trotzdem groß. Viel Spaß. Den fand ich super nett, muss ich ehrlich sagen. Ja, der ist ein super netter Typ. Man sieht hier, Rico und ich sind auf einer Augenhöhe, was das Level unserer Skifahrkunst betrifft. Offensichtlich ist es bei allen Wintersportlern so, denn hier habe ich noch einen super netten Typen kennengelernt. Christoph Langen, und du bist dabei. Kann man bei euch sich einfach direkt melden? Ja, bei uns kann man auch sich direkt melden und einfach anrufen. Man steht auch im Telefonbuch oder in der Auskunft. Einfach also beim Telefonbuch nachblättern oder direkt beim Christoph zu Hause anrufen. Die Nummer ist, glaube ich, 11880. Genau. Eine private. Genau, 11880 und da erreicht man mich. Sag mal, hast du irgendwelche Tipps, wenn meine Zuschauer dir nacheifern wollen?
Ja, auf alle Fälle mal irgendwo mal melden und mal Landesverband. Jeder hat ja schon im Verein, da hat er einen Trainer, dass man richtig schön ausgebildet ist. Helme mal aufsetzen. Helme aufsetzen ist das Wesentliche. Sicherheit ist also das A und O. Jetzt darf ich bei einer echten Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Bob mitfahren. Wer bist denn du? Ja, ich bin die Anja Schneider-Heinze. Grüß dich, ich bin der Tim. Hallo. Sag mal, wann hast du angefangen, Bob zu fahren? Ja, ich habe 2001 zum Bob gewechselt, war vorher als Schnellläuferin. Ja, und jetzt habe ich eine ganz erfolgreiche Karriere im Bob gehabt. Wie kam der Wechsel? Ja, es ist bei vielen so, man tut jahrelang irgendwo Leistungssport treiben und dann kommt einfach so mal die Idee, vielleicht mal Bob zu fahren und das zu probieren. Und das hat ganz gut geklappt. Ich war jetzt viele Jahre bei der Sandra Kiriasis mit dem Bob und jetzt fahre ich selber. Und die ist ja auch richtig gut, die Sandra, nämlich? Die ist richtig gut. Ich glaube, die ist alles, was es gibt. Weltcup-Gesamtsiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin, Olympiasiegerin, alles. Hi. Du hast von den Besten gelernt, kann man sagen. Und bist jetzt selber in der Erfolgsspur. Ja, ich versuche mich jetzt selber. Ich bin seit einem Jahr auch Pilotin und versuche jetzt auch gut zu werden. Was braucht man denn dafür alles, um richtig gut zu sein? Ja, Voraussetzung als zum Bob zu fahren ist erstmal, man muss recht kräftig sein, man muss schnell laufen können und dann auch irgendwo, wenn man Pilot ist, ein gutes Händchen haben. Ein gutes Händchen, zeig mal deine Händchen. Nee, die sind gerade eigentlich vom Autogramm geben. Okay. Wie sieht denn so ein Trainingsalltag aus bei dir? Ja, wir trainieren jeden Tag. Also wir haben teilweise zweimal am Tag Training und da wird viel Kraft gemacht, viel gerannt und ja, und es gibt auch Anschieb mit dem Bob. Du sagst immer wir, denn im Bob ist man ja normalerweise nicht alleine, ich jetzt schon, aber du hast eine Partnerin. Genau, es gibt immer, also im Bob fährt man immer zu zweit. Ja, ich habe mehrere Bremsen. Vierer-Bob auch? Haha. Nee, das gibt es bei den Frauen zum Glück nicht. Also es reicht zu zweit da drin zu sitzen. Wer ist denn deine Bremserin? Die Patricia. Hallo Patricia. Hallo. Was machst denn du so? Also ich schiebe an, ich versuche die Anja schnell anzuschieben. Und also nicht nur bremsen? Und unten dann bremsen, ja. Aber erst nach dem Ziel. Du musst also ganz schön kräftig in den Beinen sein? Ja, und Arme natürlich. Wie trainierst du das? Ja, Krafttraining, Schnellkrafttraining, Athletik, alles. Wie oft die Woche? 8-mal. Seit wann wolltest du denn Anschieberin und Bremserin werden? Also es ist jetzt meine 4. Saison, die kommt und ich war vorher Mehrkämpferin und mein Trainer hat mich einfach draufgebracht. Ich wusste gar nicht, dass es die Option noch gibt. Aber man merkt schon, ihr seid alle sowieso sportlich aktiv schon seit Jahren. War das schon ein Kindheitstraum, Profisportler zu werden? Ja, man fängt irgendwann als kleines Kind an, geht in Vereine und irgendwann ist dann wirklich so, dass man jeden Tag eigentlich trainiert. Bei uns ist es so, wir waren alle auf Sportschulen, Kinder- und Jugendsportschulen und da kommt der Weg von allein. Und ja, man sucht sich dann und findet dann auch seinen Sport irgendwann. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps für meine Zuschauer, die euch nacheifern wollen? Ja, einfach Spaß am Sport haben, das ist ganz wichtig. Ist das auch so? Ja, auf jeden Fall. Also deswegen habe ich auch die Sportart gewechselt, weil ich in der Leichtathletik keinen Spaß mehr hatte und jetzt habe ich neue Herausforderungen gesucht und gefunden. Christoph, die Mädels sagen, Spaß am Sport haben ist das Allerwichtigste. Das stimmt auch. Kannst du es bestätigen? Ja, volle Kanne. Trotzdem, ohne Training geht's nicht. Natürlich, hartes Training gehört dazu, um ganz oben anzukommen. Aber es muss einfach auch Spaß machen, weil dann ist man nicht mit Leib und Seele dabei und es braucht der Sport. Die letzten paar Prozent, die kommen eigentlich zum Liebe zum Sport, wo man es einfach gerne macht. Und dass man natürlich motiviert ist, jeden Tag zu trainieren, denn tägliches Training ist schon wichtig. Ja, täglich, teilweise zweimal am Tag. Zweimal sogar? Zweimal. Also aber auch, danke. Das ist schon gut, dass die Sonne kommt raus. Dann ist der mal gleich mal so. Eye of the Tiger. Ach, yeah. Naja, aber manchmal tut es auch weh, die Trainingseinheit. Da gibt es auch Trainingseinheiten, die nicht so viel Spaß machen, ist ganz klar. Aber wie normal, im normalen Beruf auch, das ist ja nicht jeder Tag gleich. Und so ist es im Sport auch. Also man muss den berühmten inneren Schweinehund überwinden. Doch ihr merkt, die Wintersportler, vor allem die Bobfahrer, sind auch ein lustiger Verein. Wenn ihr da auch Teil davon werden wollt, dann kommt er einfach bei seiner Nachwuchsförderung vorbei. Genau. Ich sage vielen Dank für die schönen Gespräche. Bitte. Wir freuen uns auf den Winter. Ja, danke. Servus, danke euch allen. Und toi, toi, toi. Ich gehe immer ganz nah ran und du bist natürlich dabei.